Herzlich willkommen auf dem neuen Weingut Bechtel. Wir zelebrieren heute den 1. Mai einmal ein bisschen auf eine andere Art und Weise mit in der Situation des Lockdown. Wir fangen an mit einem sehr prickelnden Wermusse, der sehr traditionell verarbeitet worden ist, nach Methode Champenoise, ein gutes Jahr auf den Hefe gelagert, was die ganze Perlung sehr schön integriert. Sehr schöne Farbe hat er auch. Es ist ein Blanc de Noir aus Pinot Noir Trauben. Es gibt ihm ein leichtes Rosé, schöne Lachsfarbe. Da sind wir in meinem Heiligen Reich, unserem Barrikeller, wo wir ein ganz spezielles Klima haben mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, dass die hochwertigen Fässer sich ganz gut entwickeln können. Hier zuhinterst gedeiht mit viel Geduld unser Räuschling in einem speziellen Fässchen aus Schweizer Akazien, wo die Frische vom Räuschling trotz sehr aromatisch und reifem Traubengut sehr schön unterstützen. Er passt dadurch auch klassisch sehr gut zum Fisch. Wir stehen hier im Chardonnay, gerade direkt über unserem neuen Weingut. Der Chardonnay, ein bisschen kalbvoller Weisswein, braucht ein bisschen mehr Geduld. Und die geben wir ihm im Doppelbarrik auf den Hefe, dass er sich ein bisschen entwickeln kann. Schön abrunden. Spannend sicher auch, wenn man die Möglichkeit hat, um ihn noch ein bisschen weiterverfolgen in den Flaschen. Darum haben wir auch eine Serie Magnum-Flaschen gemacht. Ist sehr spannend zum Kombinieren auch mit leichten Speisen oder Spargeln, köstlich. Der Seigne, eher ein kalbvollerer Blanc de Noir aus unseren besten Trauben vom Pinot Noir, den wir haben, ist der erste Saft, der nach dem Abbeeren von der Trauben von selber abläuft. Der ist nie gepresst worden, der ist sehr, sehr schonend verarbeitet. Dadurch, dass es ein kalbvollerer Wein ist, hat er auch ein bisschen Zeit gebraucht. Und die haben wir dann in diesem Fässchen gegeben. Das ist ein sogenanntes Doppelbarrik, 500 Liter, wo er auf den Hefe sich entwickeln und abrunden. Sehr schön, auch nach dem Essen noch mal vorzunehmen zu einem guten Stück Käse. Der Seigne hat ganz eine schöne Farbe, ein leichtes Lachs. Und dass er überhaupt so eine Farbe hat, das spricht auch für die Reife vom Traubengut. Der Garo Noir, ein frisch fruchtiger Rotwein, den haben wir auf einem etwas schwereren Boden, sehr einen tonhaltigen, nährstoffreichen Boden. Das ist sehr interessant für frisch und fruchtige Weine. Der ist interessant auch zum Kombinieren, wenn man etwas experimentell offen ist, auch zu Käse und Fondue oder sonst einfach gemütlich zu einem leichten Plättchen. Der Pinot Noir, für den sind wir prädestiniert mit unseren steilen Terrassenlagen. Es gibt eher einen kalbvolleren Wein, der dann auch ein bisschen Geduld braucht und die Möglichkeit hat, bei uns hier im Barrikeller in der gebrauchten Barrik sich zu entwickeln. Das ist das Degustationspaket von Bechtelweine vom diesjährigen Tag der offenen Weinkeller, wo Sie ab sofort bei uns beziehen können. Der Versand während dem Lockdown ab 6 Flaschen ist von uns offeriert. Somit wünschen wir Ihnen viel Spass beim Degustieren.